Heute backen wir leckere, super zarte Zitronenmandelplätzchen. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Als erstes rührt ihr dazu weiche Butter mit Zucker und Vanillezucker zu einer cremigen Masse. Dann kommen geriebene Zitronenschale und Eigelb dazu und werden gut untergerührt. Damit sich die trockenen Zutaten später gleichmäßig im Teig verteilen, wird das Mehl mit Speisestärke, gemahlenen Mandeln, Salz und Backpulver vermischt und zu der Buttereimasse gegeben. Wenn ein geschmeidiger Teig entstanden ist, wird er zwischen zwei Lagen Backpapier ausgerollt und Plätzchen ausgestochen. Die Plätzchen kommen dann auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und werden 10 bis 12 Minuten bei 180 Grad Umluft gebacken. Nach dem Backen sollten sie dann aber erstmal gut abkühlen. Für den Zitronenguss wird gesiebter Puderzucker und Zitronensaft verrührt. Achtet aber darauf, dass der Guss nicht zu dünnflüssig wird. Wenn die Plätzchen abgekühlt sind, kann der Zitronenguss mit Hilfe eines Spritzbeutels darauf verteilt werden. Sobald er fest geworden ist, könnt ihr die Plätzchen dann noch verzieren. Wir haben zum Beispiel Gras mit Lebensmittelstiften aufgemalt und kleine Marienkäfer aus rotem Marzipan oben drauf gesetzt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge. Falls ihr Cupcakes, Cookies und Co. genauso gerne mögt wie wir, geht's rechts oben zu unserem anderen YouTube-Kanal Amerikanisch Kochen. Für alle, die mit mobilen Geräten zuschauen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.